Ja, nochmal hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Alexander Kolmogorzew und ich bin einer Ihrer heutigen Referenten. Und heute soll es um die SAC gehen. Denn wer sich mit Themen wie Datenvisualisierung, Geschäftsplanung oder Predictive Analytics im SAP-Kontext auseinandersetzt, der kommt eigentlich kaum noch drum herum, sich auch mit SAP Analytics Cloud zu beschäftigen. Und wie Sie sicherlich wissen, die SAC bietet zahlreiche Funktionen und Möglichkeiten, die oben genannten Themen zu meistern. Aber gleichzeitig haben wir auch im Austausch mit unseren Kunden gemerkt, dass dieses Thema alles andere als trivial ist, dass man sich erstmal reinfuchsen muss, sich damit erstmal vertraut machen muss, um wirklich einen guten Überblick zu erhalten über die ganzen Möglichkeiten im SAC-Umfeld. Und wir möchten heute unseren kleinen Beitrag dazu leisten, Ihnen gut verdaulich vorzustellen, was die SAC so drauf hat und damit Sie sich vor allem nach diesem Webinar fitter fühlen und bereiter fühlen, sich diesem Thema auch wirklich zu widmen. Und ich habe das große Glück, das heute nicht alleine machen zu müssen, sondern auch unterstützt zu werden von unserem kompetenten Partner Infomotion. Grüßt euch, ihr beiden. Philipp und Holger werden mich heute hier unterstützen. Und ihr könnt euch gerne erstmal vorstellen. Holger, starten wir mit dir. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Holger Sturm. Vielen Dank auch, dass wir hier die Möglichkeit haben, gemeinsam das Thema SAP Analytics Cloud näher zu beleuchten. Ich selbst bin bei der Infomotion verantwortlich für Key Account Management, Sales Management, Business Development, insbesondere mit Fokus auf SAP-Themen und würde an der Stelle übergeben an den Jan Philipp Wulff. Vielen Dank, Holger. Mein Name ist Jan-Philipp Wulff. Ich bin Berater für BI und Analytics-Themen bei der Infomotion und freue mich, Ihnen heute einen Einblick geben zu können in die SAP Analytics Cloud. Ja, vielen Dank. Alexander Kolmogorzew, mein Name, arbeite als Product Owner, mache einige solcher Webinare und ja, bin auch sehr nah dran an der Entwicklung. Gut, kommen wir zur Agenda und auf der nächsten Folie sehen wir sie. Das heißt, zunächst einmal wird Holger die Infomotion nochmal vorstellen und auch nochmal aufzeigen, in welchen Bereichen die Infomotion ihre Expertise hat. Dann springen wir thematisch auch schon zum heutigen Thema. Das heißt, wir schauen uns die SAC an. Jan wird zunächst ein paar Basics von der SAC vorstellen und dann auch in ein Dashboard springen und Ihnen zeigen, welche Reporting-Möglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen. Anschließend kommt dann die Performance Suite ins Spiel. Ich werde Ihnen zeigen, welche Herausforderungen wir im SAC-Kontext auch bezüglich der Metadaten identifiziert haben und wie die Performance Suite Ihnen auch hier unter die Arme greifen kann. Und last but not least, Sie haben die Möglichkeit, mit uns zu interagieren. Das heißt, wir haben einen extra Slot vorbereitet, in dem wir Ihre Fragen klären. Sie können also während dieses Webinars Ihre Fragen stellen, mithilfe der Chat-Funktion. Mein Kollege Malte sammelt diese Fragen, konsolidiert sie, fasst sie zusammen und anschließend können wir auf diese Fragen noch live im Webinar eingehen. Also auch Sie haben die Möglichkeit, hier noch ja, Unklarheiten aus dem Weg zu räumen bezüglich der SAC. Gut, dann möchte ich nicht länger um den heißen Brei herumreden. Ich würde sagen, Holger, du kannst gerne starten mit dem ersten Punkt und die Infomotion vorstellen. Jo, vielen Dank. Okay, bevor wir mit der SAC loslegen, dachte ich, macht es Sinn, kurz die Infomotion zu beleuchten. Viele Teilnehmer werden uns kennen, vielleicht der eine oder andere aber auch noch nicht. Und von daher sind die Informationen grundsätzlich ganz interessant. Wir sind einmal Full-Service-Anbieter. Das heißt, unser Anspruch ist da, für jedes Thema die passende Lösung zu generieren. Das bedeutet, wir entwickeln und definieren die Strategie, zum Beispiel Data-Strategieentwicklung, Data-Architekturen, BI-Strategien, auch was immer mehr gefragt wird, Cloud- und Hybrid-Szenarios. Dann konzeptionieren und implementieren wir die passende Lösung. Viele Themen rund um zentrale DWHs, passende Frontend-Lösung kann man dann nennen und kümmern uns dann um den Betrieb und das Training. Also die beste Reise, die wir bei Kunden haben, ist tatsächlich, die Strategie zu entwickeln, zu implementieren und am Ende die Lösung, die wir selbst gebaut haben, auch zu betreiben. Können aber an jeder anderen Stelle aufsetzen und gut zu wissen, dass wir da einfach als Full-Service-Anbieter am Markt agieren. Was für Fakten machen die Infomotion aus? Wir sind 18 Jahre circa am Markt, seit 2004, 2005, sind mittlerweile 450 Mitarbeiter.
und über 380 BI-Berater. Und die zentral, diese Anzahl ist zentral für unser Schaffen und für die Position als Marktführer in der Dachregion. Denn jeder einzelne unserer Mitarbeiter arbeitet technisch und methodisch da auf höchstem Niveau. Und das hat für Sie als Kunden auch eine große Relevanz für die Projekte. Denn nicht nur das Team vor Ort ist da mit der hohen Expertise, sondern man kann auch den gesamten Pool der Infomotion-Berater zugreifen, die am Ende für fast alle Fragen in irgendeinem Projekt auch eine Antwort bereits entwickelt haben. Wir sind an 10 Standorten aktiv in der Dachregion. Hauptsitz ist in Frankfurt. Wir haben einen großen Standort in Köln und einen großen Standort in Hamburg. Ansonsten sind die anderen Standorte verteilt, wie gesagt, in der Dachregion. Wir vertreten aber den ganzheitlichen Ansatz nicht nur als Full-Service-Anbieter, sondern auch bei den Themen rund um Business Analytics. Das haben wir hier in der nächsten Folie mal aufgemalt. Ganz klassisch Business Intelligence and Analytics, das ist unser Kerngeschäft. Hier die Analyse von Daten aus unterschiedlichsten Quellen. Wir entwickeln uns nach und nach zur Data Performance Company. Uns ist es halt wichtig zu sagen, was ist für Sie Kunde der Mehrwert, der aus Daten generiert werden kann. Ein Feld, was immer größer wird, ist Big Data und Digital Solutions. Die fortschreitende Digitalisierung öffnet hier immer wieder neue Möglichkeiten, komplexe Daten intensiver zu nutzen als bisher zuvor. Wir beraten hier unsere Kunden bei der Strategieentwicklung sowie der Realisierung. Planning and Consolidation, hier ist Infomotion auch ein kompetenter Ansprechpartner bei der Umsetzung von Planungs-, Budgetierungs- und Konsolidierungslösungen. Und dann, last but not least, Data Management ist ein Grundstein von Infomotion. Wir verfügen hier über eine exzellente Erfahrung in den Bereichen Data Management und Data Warehousing. Zum Beispiel haben wir, wenn man jetzt über die SAP-Technologie spricht, eine sehr hohe Expertise im SAP-BW. Umfeld, ob Alt-BW, BW on HANA, BW vor. Und auch dafür sind wir der richtige Ansprechpartner am Markt. Vielleicht einen kurzen Blick auf SAP, beziehungsweise auf die anderen Themen, die so ein Stück weit für uns sprechen. Wir haben einmal eine sehr intensive Partnerschaft mit der SAP. Wir haben themenübergreifend Top-Partner. Heute zum Beispiel mit der Bluetelligence, weil wir einfach sehen, dass in den Projekten, die wir umsetzen, die Produkte der Bluetelligence uns deutlich weiterhelfen. Genau. Und das in Summe ist eine kurze Vorstellung der Infomotion. Da stehe ich gerne im Nachgang auch noch für weitere Fragen und Antworten zur Verfügung. Klasse, vielen, vielen Dank, Holger. Ich freue mich, Ihnen jetzt die SAP Analytics Cloud vorstellen zu dürfen. Ich kürze das Ganze mal mit SAC ab. SAP Analytics Cloud ist ein sperriger, längerer Begriff. SAC ist da ein bisschen kürzer. Habe zwei Folien mitgebracht, die ich Ihnen einmal aufzeigen möchte. Einmal geht es so ein bisschen um Konnektivität. Ja, das heißt, welche Datenquellen können wir überhaupt in die SAC konnektieren? Und zum anderen geht es um das Thema Architektur. Aber nach diesen zwei Folien springen wir dann auch direkt ins System und schauen uns mal einen Live-Report an, den wir für Sie mitgebracht haben. Wir haben da heute einen HR-Showcase Ihnen ausgesucht, einfach weil wir der Meinung sind, dass das wirklich für viele von Ihnen von Interesse ist. Vielleicht noch ganz kurz zur SAP Analytics Cloud. Die SAC ist das strategische BI-Frontend-Tool der SAP und ist quasi positioniert in der Analyseschicht, also ganz oben sozusagen in der Business Technology Plattform der SAP. Man muss auch wirklich sagen, die SAC ist nicht nur für ihre intuitiven Reporting-Funktionalitäten bekannt, ja, oder genutzt, ja. Auch Themen wie Planung, also hat einen sehr hohen Planungskontent, sehr hohe Planungsfunktionalitäten auch in der Analytics Cloud. Und auch maschinell generierte Analysen stehen da im Fokus in der SAP Analytics Cloud. Ja. Genau, so viel eingangs einmal erwähnt. Springen wir quasi einmal rein in die Folien. Hier sehen wir einmal quasi, aber wirklich nur auch exemplarisch, welche Datenquellen lassen sich überhaupt konnektieren in Richtung SAP Analytics Cloud. Ja. Wir sehen oben links und oben rechts sehen wir SAP-Quellen. Natürlich ist die SAP Analytics Cloud ein SAP-Tool. Da können wir natürlich On-Premise-Datenquellen verbinden, wie ein S4HANA-System, ERP-System klassischerweise, SAP BW, aber auch ein SAP BW4HANA.
exemplarisch deshalb, hier fehlt zum Beispiel, haben wir nicht aufgeführt, hier explizit die HANA-Datenbank, die zum Beispiel unter einem SAP V4HANA liegt. Ja, auch die könnten wir direkt konnektieren in die Analytics Cloud. Ja. Auf der rechten Seite bei den Cloud Solutions bei der SAP sehen wir zum Beispiel ein SuccessFactors, ein Hybris, aber auch ein S4-System in der Cloud, welche sich nativ einfach anbinden lassen an die Analytics Cloud. Ja. Aber es darf natürlich auch nicht fehlen, die Non-SAP-Produkte. Ja. Also ganz, ganz wichtig ist quasi, dass auch die Analytics Cloud anbieterübergreifend genutzt werden kann. Zum Beispiel lassen sich SQL-Datenbanken anbinden, Oracle-Datenbanken anbinden, aber auch Cloud-Lösungen wie zum Beispiel in Salesforce, Google BigQuery, wo beim Thema Big Data vorhin vom Holger waren. Ja, auch solche Themen lassen sich Analytics Cloud anbinden und quasi darauf auch Reports generieren, Reports bauen. Vielleicht kommen wir nochmal zur Architektur. Eine letzte Folie. Ja, wie eingangs erwähnt, wir sehen hier unten die Datenquellen. Ja, hatten wir erzählt, On-Premise-Datenquellen kann ich anbinden, Cloud-Datenquellen kann ich anbinden. Ja, und wir sehen hier einmal in den grauen Kästen dargestellt die Kernfunktion von der SAP Analytics Cloud. Natürlich Themen wie Konnektivität auf verschiedene Datenquellen, aber auch Data Wrangling, Datenmodellierung ist auch zum Teil möglich in der SAC, bis hin zum Storybau, aber auch Kollaboration ist hier ein wichtiges Thema, ja, dass die Mitarbeiter zum Beispiel übergreifend arbeiten können. Wir haben verschiedene Anwendungsfelder, hier mal hellorange dargestellt. Natürlich ganz wichtiges Thema ist das Reporting, ja, auf Basis von Berichten neue Erkenntnisse auch zu generieren. Ja, das ist auch ein sehr wichtiges Thema in der SAC. Gehen wir auch gleich mal darauf ein, wie sowas aussehen kann. Planung ist ein wichtiges Thema in SAC, aber auch Predictive-Funktionalitäten. Ja. Und diese Berichte, diese Stories, die kann ich nicht nur in der SAC konsumieren, ich kann die auch in dem sogenannten Digital Boardroom konsumieren. Ich kann mir die in den Analytics Hub einbinden, ja, quasi als eine zentrale Berichtsplattform, nicht nur für die SAC, aber auch für meinetwegen SAP Business Objects Berichte, aber auch Non-SAP Berichte kann ich in den Analytics Hub einbinden, um da quasi eine zentrale Zugriffsplattform zu haben. Ganz wichtig ist der SAP auch an der Stelle, dass ich mit mobilen Endgeräten auf die SAC zugreifen kann. Ein Thema, wenn Sie die SAP, SAC, die Analytics Cloud noch nicht kennen, das ist kein Tool, was Sie auf Ihrem Rechner installieren. Ja, das ist wirklich ein Software as a Service, der in jedem modernen Webbrowser sich aufrufen lässt, aber der wirklich quasi kein Tool ist, welches Sie auf Ihrem Laptop installiert haben. Und dann würde ich vorschlagen, springen wir auch direkt mal live rein in die Live-Demo in unseren HR, in das Demo-Beispiel, was wir Ihnen heute mitgebracht haben. Ja. Ich habe jetzt hier in Chrome, ich öffne quasi, ich frische jetzt hier nochmal die Seite schnell auf, dass wir wirklich die aktuellsten Daten haben. Und dann starten wir quasi auf der Startseite der Analytics Cloud. Ja. Diese Startseite ist frei konfigurierbar. Ich kann mir hier auch meine Corporate Identity hinterlegen. Das heißt, ich kann es farblich auch anpassen, kann ja auch ein Logo hinterlegen. Ja, und ich kann jetzt quasi hier auch direkt einstellen, was ich hier sehen möchte. Ja, wir sehen jetzt hier 3 Kacheln, aber ich kann ja auch 10 Kacheln meinetwegen hinzufügen. Ich habe mir jetzt hier hinzugefügt meine letzten Stories, die ich aufgerufen habe und 2 Kacheln aus einem Bericht, den wir uns auch gleich angucken werden, weil ich kann quasi von jedem Bericht, den ich habe, kann ich mir Widgets an meine Startseite anheften, damit ich zum Beispiel beim Tagesstart auch direkt die aktuellsten Geschäftszahlen meinetwegen mir angucken kann. Wir haben hier oben rechts nochmal eine Menüfunktion. Ja, ich habe hier unter meinen Dateien habe ich eine Verzeichnisstruktur, wo ich quasi meine ganzen Berichte abspringen kann. Wir sehen hier nochmal Möglichkeiten für die Stories. Ich habe hier nochmal die Möglichkeiten, auch Planungsfunktionen auszuführen. Ich habe eine Kalenderfunktion. Aber ich will jetzt gar nicht so tief in die einzelnen Funktionen der SAC eingehen. Die können wir gerne auch im Nachgang nochmal klären, wenn Sie da Fragen haben. Auch gerne im Fragenbereich können wir da gerne nochmal drauf eingehen. Ich würde Ihnen jetzt einfach mal einen Beispielbericht zeigen, den wir aufgebaut haben aus unserem HR-Use-Case. Wir greifen jetzt hier live auf unser BW4HANA-System zu und haben Ihnen jetzt hier einen Bericht mitgebracht über Fluktuationsdaten. Mitarbeiterfluktuation steht jetzt für uns im Vordergrund. Was sehen wir hier überhaupt? Ja, ich habe hier links eine Navigations- bzw. eine Filterleiste. Ja, wir haben hier einzelne KPIs dargestellt und dann haben wir nochmal verschiedene Balkendiagramme, ja, auch mit verschiedenen Möglichkeiten, die ich Ihnen jetzt gleich nochmal aufzeigen möchte. Ja, hier könnten wir zum Beispiel im Filterbereich, könnten wir jetzt nach Führungsverantwortung filtern.
Ja, da habe ich dann quasi mit Checkboxen die Möglichkeit, mir was auszuwählen. Wir sehen hier in den KPIs zur Fluktuation eine Fluktuation von 10,7%. Das mag je nach Branche noch ganz ordentlich sein. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel auch eine Frühfluktuation von 40,8%. Ja. Das heißt, im Rahmen oder im Laufe der Probezeit verlassen doch relativ viele Mitarbeiter dieses fiktive Unternehmen hier an dieser Stelle. Und da macht es dann schon mal Sinn, reinzugucken, weil sie wissen, dass besser als ich. Jede Einstellung ist ja auch mit Geld verbunden. Onboarding, gegebenenfalls Headhunter-Kosten. Ja. Genau. Wir sehen hier die Austrittsgründe. Ja, und hier ist eine Hierarchie hinterlegt. Das heißt, hier können wir jetzt auch mal reindrillen in diese Hierarchie. Und wir sehen jetzt quasi hier Kündigung Arbeitnehmer, Rentenaustritt, Kündigung Arbeitgeber. Ja, und für uns sind natürlich interessant erstmal, warum am Arbeitnehmer überhaupt das Unternehmen verlassen. Ja, dann würden wir jetzt hier noch eine tiefe Ebene tiefer reindrillen. Ja, und dann sehen wir schon, das wird so ein bisschen klein jetzt, weil ich schon sehr viele Daten hier drin habe. Aber nicht verzagen, ich habe an jedem Widget noch die Option, weitere Aktionen auszuführen und ich kann mir das auch im Vollbildmodus anzeigen lassen. Und dann wird das direkt transparenter und ich kann das natürlich auch voreinstellen, so eine Sortierung, aber das wollte ich Ihnen jetzt gerne mal live zeigen, wie das funktioniert. Ich kann das Ganze auch einmal absteigend sortieren und dann sehen wir quasi direkt, was denn Austrittsgründe waren und dann sehen wir so Führung, Mitarbeitererlebnisse, Gehalt waren so die Top 3 Themen, die die Mitarbeiter veranlasst haben, das Unternehmen zu verlassen. Also wird es Sinn machen, da zum Beispiel mal tiefer reinzubohren. Ich will Ihnen nochmal eine interessante Funktionalität zeigen in der SAC und zwar ist das hier die Möglichkeit, auch eine sogenannte Prognose in ein Liniendiagramm zu integrieren. Ja, wir haben hier unten quasi einen Filter. Den kann ich jetzt beliebig weit hier aufspannen mit einem Schieberegler, auch eine ganz nette Möglichkeit. Und wir sehen eigentlich hier immer Wellenbewegungen, ja, immer Richtung, wir gucken uns das mal an, immer Richtung Mai, ja, sind hier irgendwie so Wellen drin in meinen Daten. Jetzt haben wir hier eine Prognose quasi drauf laufen lassen, ja, das ist quasi eine Out-of-the-Box-Reporting-Funktionalität von der SAC. Das sehen wir hier jetzt so ein bisschen hellorange hinterlegt. Ja, wir haben quasi Daten im System bis Dezember 2020. Und ab Dezember 2020 haben wir gesagt, liebe SAC, generiere uns mal bitte eine Prognose. Ja, das sehen wir jetzt zum Beispiel auch hier. Und dann sehen wir zum Beispiel aber auch sehr schön, dass die Prognose, die sehen wir jetzt hier unten quasi im Januar 2021, die generiert uns jetzt hier auf Basis der Vergangenheitsdaten genau die gleiche Welle. Ja, auch im Mai haben wir quasi prognostiziert einen höheren Austritt. Und dann können wir uns quasi hier in der Prognose auch nochmal angucken, oder einstellen, wie viele Prognoseperioden wollen wir generieren. Wir können uns die Qualität der Prognose auch nochmal ansehen. Ja, wir haben eine relativ hohe Prognosekonfidenz und können uns auch mal nähere Informationen zu den Prognose, zu der Prognoseerstellung geben lassen. Ja, also es ist eine ganz schicke Funktion, relativ einfach eingestellt im Rahmen der SAC-Möglichkeiten. Das war's, was ich Ihnen zur SAC zeigen wollte. Vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie uns hier die Möglichkeit gegeben haben. Und ich würde übergeben jetzt zurück an den Alex, der Ihnen jetzt nochmal die Funktion darstellen wird, inwiefern sie die Performer Suite bei der Arbeit mit der SAC unterstützen kann. Ja, vielen Dank, Holger. Vielen Dank, Jan. Dann, genau, wie du schon gesagt hast, Jan, wir wollen uns heute mal anschauen, wie die Performer Suite sie auch unterstützen kann bei den Herausforderungen bei der Arbeit mit der SAC. Und wir haben auch schon drei Herausforderungen identifiziert bei der SAC und die sind jetzt hier auch aufgelistet auf dieser Folie. Das heißt vor allem bei diesen, die Gemeinsamkeit ist die, dass es sich um Intransparenzen handelt. Einerseits Intransparenzen innerhalb der SAC, das heißt vielleicht möchte man wissen, welche Objekte existieren eigentlich überhaupt in meiner SAC, wie hängen diese Objekte miteinander zusammen, wo wird mein Model vielleicht verwendet, in welchen Stories, in welchen Analytic Applications. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt sind die systemübergreifenden Abhängigkeiten. Das heißt, der Jan hat vorhin auch schön gezeigt, dass man verschiedene SAP-Systeme anbinden kann, wie beispielsweise BW, HANA, S4. Und dementsprechend kann man die Stories und Analytic Applications dann mit diesen Daten ja auch dann versorgen. Und da ist vielleicht auch die Frage, die man sich stellt, bei einer gewissen Kennzahl, wo kommt eigentlich diese Kennzahl her? Aus welchem System? Was ist die darunterliegende Query? Wie wird diese Kennzahl verarbeitet über den gesamten Datenfluss hinweg? Und so weiter und so fort.
Und der letzte Punkt ist der Überblick über die Berechtigung. Das heißt, in der SAC kann man sich ja User anlegen, die User können Rollen haben, die User können auch Teil von Teams sein und diesen Teams kann man Rollen zuweisen. Es findet eine Vererbung der Rollen statt und so weiter. Das heißt, auch da hat man durchaus Intransparenzen, wenn man eine komplexe Berechtigungsarchitektur hat. Und auch hier bräuchte man Unterstützung. Und da würden wir jetzt auch mit der nächsten Live-Demo starten. Also, wir sehen jetzt hier schon mal die Performer Suite. Und das ist die initiale Ansicht der Performer Suite, so wie wir sie kennen, auch in anderen Konnektoren wie beispielsweise BW, HANA, S4 und so weiter. Wir sehen also auf der linken Seite die Objekttypen, die wir unterstützen. Das sind Stories, Analytic Applications, Models und Templates. Ab der neuesten Version auch die Security-Objekte, Rollen, Teams und User. Und was wir jetzt machen können, wir können dieses Dashboard, das der Jan Ihnen vorhin gezeigt hat, können wir hier finden. Das heißt, wir können die gesamten SAC-Objekte durchsuchen, die Filter nutzen und finden dann diese Fluktuation, dieses Dashboard innerhalb dieses Grids. Und anschließend kann ich mit diesem Objekt interagieren, so wie wir es kennen bei der Performer Suite. Ich kann also Doku-Performer-Funktion nutzen und beispielsweise das Objekt dokumentieren. Ich kann aber auch beispielsweise über den System Scout sagen, Analyse, Vergleich und mir anschließend den Aufbau anzeigen zu lassen von diesem Dashboard. Ich sehe also, das ist die Story, die Jan vorhin gezeigt hat. Wir sehen auch die Seite, die er vorhin Ihnen präsentiert hat, wo die ganzen Analysen drin waren. Und zu guter Letzt, was wir auch sehen, die Datenquelle. Wir sehen also, dass wir hier eine Live-Connection haben zum BW-System, zum BW4HANA-System. Und das ist genau die Query, auf der diese Story im Endeffekt basiert. Und neben dieser Query sehen wir auch das Model. Das heißt, das Model konsumiert diese Query und dieses Model wird anschließend konsumiert von der Story. Und die Intransparenz innerhalb der SAC habe ich ja vorhin schon erwähnt. Vielleicht möchte ich wissen, wo wird dieses Model ansonsten verwendet? In welchen anderen Stories oder Analytic Applications wird sie verwendet? Da kann ich einen Verwendungsnachweis durchführen und sehe sehr schnell, aha, dieses Model wird in diesen beiden Dashboards verwendet. Verändere ich also irgendwas an diesem Model, wäre es vielleicht sinnvoll, nochmal nachzuschauen, ob in diesen Berichten, in diesen Dashboards alles noch richtig funktioniert. Das heißt, Impact-Analysen können leichter durchgeführt werden. Das bezüglich der Intransparenzen innerhalb der SAC. Ich habe vorhin auch schon gesagt, dass man auch systemübergreifende Intransparenzen sehr gut meistern kann mit Hilfe der Performer Suite. Das heißt, ich könnte beispielsweise jetzt die Query analysieren. Ich könnte mir den Datenfluss anzeigen lassen von dieser Query. Das mache ich jetzt einfach mal. Und dadurch, dass wir eben in unserem Tool all die Konnektoren vereinen, die verschiedenen SAP-Lösungen, sprich SAC, HANA, BW, S4, BO. Weil wir das alles vereinen, sind wir auch in der Lage, die gesamten Abhängigkeiten zwischen den Objekten dieser Systeme auch anzeigen zu lassen und darstellen zu können. Wir sehen also jetzt hier den Datenfluss, können hier an der Stelle theoretisch gesehen auch noch, beziehungsweise den Datenfluss der Query. Und wenn wir jetzt irgendeine Frage haben, beispielsweise zu einer bestimmten Kennzahl oder zu einem bestimmten Merkmal und wir möchten wissen, wie ist dieses Merkmal beispielsweise gemappt, beispielsweise Altersstruktur, das Merkmal Altersstruktur. Wir haben Fragen dazu, wir sehen das im Dashboard, wir möchten wissen, wie wird es fortgeschrieben über den gesamten Datenfluss hinweg, aus welcher Datenquelle kommt das. Dann können wir an der Stelle ganz einfach hier die Mapping-Analyse durchführen, eine BW-Funktion und könnten dann an der Stelle uns das Mapping anzeigen lassen und würden sehen, was sind die Quellfelder, was sind die Zielfelder, könnten an der Stelle dann auch noch beispielsweise nach einem bestimmten Merkmal suchen, könnten hier draufklicken und würden sehen, aha, hier ist eine Endroutine drin, uns das Coding anzeigen lassen und so weiter. Das heißt, Sie sehen, SAC bedeutet bei uns nicht nur, dass Sie die SAC-Objekte mit Ihnen arbeiten können, sondern wir möchten auch Synergien schaffen. Wir möchten Synergien schaffen, die dazu führen, dass Sie auch weitere Informationen zu Ihren BW-Objekten sich einholen können oder HANA oder S4-Objekten. Genau, ich schließe mal ganz kurz diese Mapping-Analyse und möchte Ihnen jetzt nochmal ganz kurz zeigen, dass Sie sich auch den gesamten Datenfluss anzeigen lassen können. Das heißt, an der Stelle, auch wenn Sie von BW kommen, können Sie sich die verschiedenen Stories hier nochmal einblenden lassen in der Datenflussfunktion und sehen dann, wenn Sie noch das Ganze mit Layern versehen, dann können Sie
das Ganze auch exportieren und haben schon mal den gesamten Datenfluss von der Data Source bis runter zu, von der Data Source bis hoch zu den Stories. Und was man jetzt machen kann, man könnte theoretisch gesehen das Ganze auch dokumentieren, denn neben der Analyse kennen Sie auch den Doku-Performer, der Dokumentationsaspekt. Ich könnte also alle Objekte markieren und könnte dann sagen, Szenario-Zuweisung und diese Objekte dann einem bestimmten Szenario zuweisen. Das mache ich mal ganz kurz. Und das bedeutet, ich könnte jetzt dieses gesamte Datenmodell, dieses Fluktuations-Dashboard und alle darunter liegenden BW-Objekte komplett dokumentieren. Ich könnte also jetzt in das jeweilige Szenario springen, würde sehen, aha, das ist es also, hier sind meine ganzen Objekte, die ich auch zugewiesen habe, da kann ich auch nochmal kurz reinspringen und dann würde ich sehen, dass die Objekte größtenteils zugewiesen wurden, diese drei Objekte brauche ich nicht und ich hätte hier quasi meine Dokumentation zusammengeklickt. Ich habe also die verschiedenen Objekte hier drin, meine Data Source, meine ADSOs, durch bestimmte Regeln basierend auf Layern wurden die Objekte auch dem richtigen Kapitel zugewiesen und dann kann ich zu guter Letzt das Ganze öffnen bzw. dokumentieren, auch automatisieren und das ist eine gute Möglichkeit, um wirklich alle Objekte, die relevant sind, dann hier nochmal in ein Dokument zu stecken und zu integrieren und dann hat man hier auch die Dokumentation der Story beispielsweise. Gut, das zu den systemübergreifenden Intransparenzen. Ich würde jetzt nochmal ganz kurz meinen Bildschirm teilen. Eine Sekunde. So. Perfekt. Das heißt noch der letzte Punkt, nämlich zu den Berechtigungsfragen, die vielleicht auftreten können. In der neuesten Version, die im März rauskommt, März, April, stehen auch die Security-Objekte zur Verfügung in der Performer-Suite. Das heißt, Sie können beispielsweise User, wie zum Beispiel mein SAC-User, dokumentieren, aber auch analysieren. Das heißt, Sie können sich hier den Aufbau anzeigen lassen und sehen, aha, Arcol-Mock wurden diese Rollen zugewiesen. Sie können auch nachschauen, wem beispielsweise bestimmte Rollen zugewiesen wurden, also den Rückweg rückwärts von einer Rolle ausgehen, nachschauen, welche User, welche Teams besitzen eigentlich diese Rolle und das kann man sich dann hier anzeigen lassen, also ein Verwendungsnachweis. Das kann man auch massenhaft durchführen für zahlreiche Objekte und das kann man auch alles dokumentieren. Und zu guter Letzt haben Sie auch die Möglichkeit, sich anzeigen zu lassen, welcher User berechtigt ist, bestimmte Stories oder Analytic Applications durchführen zu können, also wer es durchführen kann. Das heißt, man kann sich hier anzeigen lassen, beispielsweise, dass diese Story beispielsweise verwendet oder beziehungsweise Berechtigung, diese Story zu lesen oder zu bearbeiten, zu sharen, hat Arcol-Mock, dieses Team, das HR-Team und auch Developer. Genau, das nochmal zum Thema Security. Und ich würde kurz in die Präsentation zurückspringen. Und nochmal ganz kurz zusammenfassend, wir haben also gesehen, es gibt durchaus ein paar Herausforderungen in der SAC, vor allem wenn es darum geht, interne Abhängigkeiten innerhalb der SAC zu überblicken, systemübergreifende Abhängigkeiten irgendwie nachzuvollziehen, aber auch die Rollen- und Berechtigungsarchitektur zu verstehen. Und gleichzeitig kann man mit der Performance Suite all diese Herausforderungen meistern und das Ganze auch dokumentieren, wie Sie gesehen haben. Okay, wir haben jetzt noch gut 9 Minuten. Ich bin mit meinem Part jetzt auch durch und ich würde jetzt tatsächlich mal ganz kurz nachschauen, was mein Kollege Malte mir geschrieben hat, ob es irgendwelche Fragen gab. Sie können auch jetzt noch Fragen stellen, wenn Sie Fragen haben. Ich schaue mal ganz kurz nach. Okay, die erste Frage, Jan, ich denke mal an dich gerichtet. Hallo, wo sind die Grenzen der Datenmodellierung in der SAC? Kann man das so pauschal beantworten? Sehr gute Frage. Ich glaube, so ganz pauschalisieren lässt sich das nicht. Die SAC ist natürlich kein Ersatz für einen Business Warehouse. Ja. Also ich glaube, klassischerweise so eine richtige ETL-Strecke in der SAC abzubilden, ja, da sind die Funktionen nicht gegeben. Ja. Aber es lassen sich ja verschiedene Möglichkeiten darstellen, wie zum Beispiel kann man Strings konkatenieren, Felder nochmal berechnen, Formeln hinzufügen. Ja. Aber ist jetzt kein Ersatz für einen Business Warehouse in großen Sinne. Ja. Okay.
Dann noch eine Frage zu der hierarchischen Darstellung in der SAC zu den Austrittsgründen. Wurde diese manuell in der SAC angelegt oder aus dem SAP-BW geladen? Auch eine sehr gute Frage. Also man kann Hierarchien auf verschiedene Arten in die SAC einbringen. Natürlich kann man die SAC auch manuell anlegen, ja, aber in diesem Fall haben wir die quasi jetzt direkt aus dem SAP, aus unserem BW4HANA-System geladen. Und da ist es einfach eine tolle Funktionalität, dass quasi die SAP-Query, die da im Hintergrund steht, die BW-Query, diese Hierarchie quasi im Bauch hatte, ja, und wir die in der SAC direkt einfach weiterverwenden konnten, ohne da irgendwelche großen Einstellungen zu machen. Von daher auch so in Richtung Thema Investitionsschutz, Investitionssicherheit, auch die bestehenden BW-Objekte, die Sie heute vielleicht in Ihrem BW-System haben, lassen sich in der SAP Analytics Cloud auch weiterverwenden. Okay, super. Dann gibt es noch ein paar Fragen an die Performer Suite. Erstmal, wann mit der Version 22.2 gerechnet wird. Das habe ich ja vorhin auch schon kurz erwähnt. Also ich denke mal, März, April werden wir releasen. Die Frage Data Warehouse Cloud, ob wir auch die Data Warehouse Cloud unterstützen, das ist aktuell nicht der Fall. Wir sind aktuell noch in der Prüfungsphase und gucken, inwieweit wir an die Metadaten kommen. Also noch unterstützen wir sie nicht, aber wir arbeiten dran und das ist auf jeden Fall auch das Ziel, dass wir das irgendwann können. Gut, ich schaue nochmal ganz kurz nach, ob es noch weitere Fragen gibt. Wobei eine Frage ist noch hier drin. Genau, an Information, klingt auch sehr spannend. Jan, noch einmal brauchen wir dich. Kann man mit SAC die Berichte von Crystal Reports ersetzen? Ersetzen definitiv, ja. Es gibt quasi auch mit Crystal Reports, wenn ich daran denke, wollen Sie vielleicht auch Berichte automatisch verteilen. Auch eine automatische Verteilung gibt es in der SAC. Es gibt aber keine automatische Migration, muss man ganz klar sagen. Genau. Okay, gut. Dann würde ich sagen, schließen wir diesen Teil des Webinars und kommen nochmal ganz kurz, genau, hier nochmal ein kleiner Überblick. Das heißt, falls Sie noch weitere Fragen haben sollten, vor allem auch an die Information, dann haben Sie auch die Möglichkeit, einen Workshop zu vereinbaren mit der Information, also einen Termin zu vereinbaren, in dem Sie nochmal über Ihre individuellen Anforderungen sprechen können und dann auch Lösungserarbeitungen oder Lösungen erarbeiten können. Also da können Sie gern die Information nochmal informieren und Sie anschreiben. Wir werden in der Follow-up-Mail, die in den nächsten 2 Stunden auch nochmal bei Ihnen, nochmal, die Sie erhalten werden, werden wir auch nochmal in Kontakt verlinken. Zudem haben Sie die Möglichkeit, den SAC-Connector kostenlos zu testen für 30 Tage. Also wenn Sie da Interesse haben, das Ganze auch nochmal auf Ihrem System sich anzuschauen und auch nochmal sich ja selbst ein Bild machen wollen von der SAC, dann können Sie uns gerne kontaktieren. Das ist jederzeit flexibel möglich und wir würden uns sehr darüber freuen. Gut, wir kommen zum Ende. Ich möchte mich erstmal bei euch, Jan und Holger, bedanken. Vielen Dank für den Input. War sehr informativ heute. Und ja, ansonsten auch bei Ihnen, an alle Teilnehmenden, vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Danke. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen. Bis dann.